Hallo, hier ist Christoph für TapTech.de und das ist unser Hands-on mit dem Nokia Lumia 720, eines der zwei Smartphones, die Nokia hier auf dem Mobile World Congress vorgestellt hat. Es kommt mit einem Qualcomm Snapdragon Dual-Core Prozessor, 512 MB Arbeitsspeicher und 8 GB Internetspeicher, der auch hier über eine MicroSD-Karte erweitert werden kann. Das Gerät hat ein 4,3 Zoll Display mit einer Auflösung von 800x480 und zusätzlich auch die Clear Black Technologie, was sie vor allem hier durch die hohen Schwarzwerte sehen lässt und auch durch die satten Farben, beziehungsweise haben wir auch sehr hohe Betrachtungswinkel, wie wir das hier sehen können. Von dem her schon mal ein sehr, sehr gutes Gerät. Was mir persönlich aber wichtiger ist, ist das Design. Hier kommt im Prinzip ähnlich wie das Nokia 920 mit einem Unibody-Gehäuse. Das heißt, wir haben ein Stück Polycarbonat, was herausgefräst wurde. Das Ganze ist auch wesentlich dünner und leichter wie das Nokia Lumia 920, haben allerdings keine Bureau-Kamera, stattdessen aber eine 6,7-Megapixel-Kamera mit Carl Zeiss-Objektiv und einer Blende von 1,9, einen LED-Blitz, hier natürlich einen Speaker. Wir haben natürlich auch NFC und es gibt eine Möglichkeit, das Gerät kabellos zu laden. Allerdings braucht man da hier noch einen zusätzlichen Pack. Ansonsten findet man hier einen Kamera-Button, den On-Off-Button, einen Lautstärkeregler, auf der Oberseite einen Micro-SIM-Slot und einen Audio-Anschluss. Ja, das ist das Nokia Lumia 720. Das Beste von dem Gerät ist eigentlich der Preis. 249 Euro ist das Gerät schon zu haben und dafür wirklich ein schmuckes Gerät, kann auch sicherlich mit vielen Android-Geräten konkurrieren. Ich bin Christoph für TapTech.de, ich sage danke fürs Zusehen.